Liga spielen. Bundesliga wird wahrscheinlich erst in den anderen Jahren, sage ich mal, gehen. Das finde ich jetzt ein bisschen geil. Immerhin 4 Tore geschossen. Das ist ganz cool. Vielen Dank, Stoffinger. Vielen Dank. Ja, weiter. Rising Star Talent Alexander ist in der Newcastle Stadt. Das ist eine richtige Top-Karriere. Joa, okay. Und jetzt gegen Hadas. Alles klar. Man kann aber auch ohne 18 zu sein reinsammeln. Kann man, muss man aber nicht. Ich bin auch nicht dafür, dass wenn man noch nicht volljährig ist, beziehungsweise noch kein eigenes Geld verdient, Geld in mich investiert. Deswegen ist das mit Prime gar nicht so dumm, tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Hightech! Und ihr habt's wieder gerippt. Zu viele Subs auf einmal. Hightech, du hast es kaputt gemacht. Hightech, vielen lieben Dank auch für deinen Sub. Ja, RIP. Ich muss das Programm neu starten. Wartet mal kurz. Ich habe darüber so gar nicht nachgedacht mit diesem Prime-Ding. So, ich finde es ja an sich halt so eine ganz nette Sache, dass Leute, die jetzt vielleicht keinen Fünfer monatlich über haben, das machen können, aber wenn sie halt Prime-Kunde sind. Aber so weit habe ich noch gar nicht gedacht, dass dann selbst jüngere Zuschauer die Möglichkeit haben, ihren Streamer zu supporten, wenn halt einfach ein Elternteil Prime hat, weil es halt keine Umkosten sind. Das ist eigentlich echt nice. Das tut wirklich keinem weh. Nicht blöd. So, ich resette das mal. Ihr habt es ja schon wieder kaputt gemacht. So. Unfassbar, ey. Sub-RIP. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Dankeschön. Vielen Dank für eure supergeile Unterstützung. Auf dass es möglich ist, dass ich noch viele Jahre für euch streamen darf und natürlich auch YouTube-Videos machen kann. Dankeschön. Das ist sehr nett, Halli. Danke. Wenn Eltern oder sonst wer, der keinen Twitch nutzt, Prime haben, könnte man denen doch theoretisch einen Twitch-Account machen und nochmal reins haben. Ja, das ist ja das, was ich gerade zum Beispiel meinte. Also wer zum Beispiel wirklich die volle Support-Schiene fahren will, der könnte halt zum Beispiel sagen, wenn ein Kumpel keinen Twitch nutzt, machst du dem Account, sagst du, darf ich den schnell mit deinem Twitch, Amazon verbinden? Oder kannst du das machen? Hier hast du die Daten, pipapo. Du hast keine Kosten, aber du supportest dafür XY, pipapo. Klar, geht das. Das heißt jetzt nicht, dass ihr überall rumfragen sollt, eure Freunde, ob sie sich einen Twitch-Account machen sollen, ja. Es wäre nur halt möglich. Stark, Leute! Stark! Schon, komm, schieß! Schieß, mach es selber! Mach es selber! Dann halt nicht! Oh! Wolverus Streams. JH hat es. Es funktioniert, JH. Dankeschön für 999. War ganz erstaunt, dich in Ranzeres Vlog in Frankfurt zu sehen. Warum? Warum? Wir kennen uns schon recht lange. Kann man doch mal Tschüss sagen. Ich würde ja auch einen Fünfer von meinem Geld geben, aber leider schon 2 Stunden geschafft. Ich habe einen Sub noch frei. Ja, ist doch super. Na, dafür ist ja so ein, ist ja, die sind diese Prime-Subs jetzt frei. Das ist halt echt eine coole Sache. Howard! Los, Hunter, schießt ein Tor, das nächste gewinnst du auch. Auf jeden Fall, wir brauchen 9 Punkte aus 3 Spielen. Danke, Robert. Ja, eben, dafür sind ja die Prime-Subs dann da. Und wenn man das halt noch überhat und, keine Ahnung, ihr seid doch nicht Sub bei mir, ist das halt eine super Sache, wenn ihr es tut. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir hier den Pass rüberbringen. Okay, der kommt an. Oh, der kann sich. Alter, der Junge ist gut, der Junge ist gut, der Junge ist gut. Jetzt auf außen von mir aus, wenn's hilft. Welche Mannschaft hast du denn bitte? Huddersfield? Naja, Huddersfield aus England halt, ne? Ich mache eine Umfrage in meiner Stadt, ob die Amazon Prime und zu Twitch nutzen. Stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor. Ey,
Die ganzen Uni-Leute, die umsonst Prime haben. Easy. Hängst einen Zettel an der Uni aus, wer hat Amazon? Prime, könnt ihr mir helfen. Easy. Wie das S zum D wurde. Ich musste auch kurz nachdenken, Robert. Lot, was? LOD, hä? Ich glaube, ich hab's hingekriegt. Schieß! Schieß! Mach es, Junge! Schieß! Zieh! Ah, wir sind nicht beim Skispringen. Wäre aber mal wieder geil. Oh, was ist das denn für eine Hacke? Das war keine schlechte Passansage. Das war einfach nur ein ganz miserabler Pass. So, und jetzt in die Ecke. Mal mit einem guten Fuß. ZOM spielen wir, Maxi. ZOM. Ja, Amazon Prime ist das erste Jahr umsonst, kostenlos für Studenten tatsächlich. Will ich das auch noch zweifeln? Nein, ich habe es ja nicht so lange spielen dürfen. Ich habe 2 Stunden gespielt und die waren halt super geil. Ich werde dazu noch ein Video machen, sobald ich Teil 1 durchgespielt habe. Also nochmal für euch. Und dann zum Abschluss noch ein kleines Hype-Video quasi auf dem Zweier. Ist es nicht so, dass das zweite Jahr 24 kostet? Ich meine, das erste Jahr war for free. Als Student. Ah ja, siehst du, danach 25, 24, genau. Und selbst 25 für Prime ist halt schon ultra geil. Ich meine, ich bin ja seit Jahren Prime-Kunde bei Amazon, weil es halt einfach purer Luxus ist. Alleine mit den ganzen, ich bestelle halt übelst oft was bei Amazon. Und, alleine mit den ganzen, mit der Lieferung am nächsten Tag etc. Dann hast du ja noch übelst viele Serien und Filme da. Zum Beispiel Zoomania habe ich vorhin, heute Nachmittag getwittert, habe ich geguckt wegen Amazon Prime. Habe ich mir beziehungsweise mit Divi geliehen für 99 Cent. Amazon Prime ist fein. Und das war's auch schon vor der Twitch-Geschichte. Wie gesagt, bin seit Jahren Twitch Prime-Kunde. So, ich habe das Gefühl, dass unser Gegner jetzt nicht so viel kann. Können wir daraus mal irgendwie Nutzen ziehen, bitte? Oh, das ist aber ein harter Pass. Also, ich habe jetzt keinen Laufwegpass gefordert. Ja, wenn du die als Student Prime holst und subst, zahlst du natürlich weniger, als wenn du normal subst. Ich meine, man muss sich das halt mal vorstellen. Du zahlst normal für 50 Euro für ein ganzes Jahr Prime. Für ein ganzes Jahr. Du kannst aber 12 Monate lang für 5 Dollar, beziehungsweise halt 5 Euro, subben. Das ist halt, du kriegst viel mehr, als du ausgibst. Ah, du musst dich mitnehmen, den Schuss. Ja, der Schuss war auch gut. Und Sola fällt weg. Das ist richtig. Das kommt auch noch dazu. Ist eigentlich echt nice, ja. Wow. Wie viele Vorteile mir gerade noch so offengelegt werden, an die ich gar nicht gedacht habe, als sie das angekündigt haben. Krass. Diesmal wollte ich nicht egoistisch sein und nochmal passen. Ja, hat leider nicht geklappt. Aber das Roulette, also der Roulette war gerade ziemlich nice, um da durchzukommen. Ach Gott, lieber Halli. Ach Gott, das wäre jetzt aber nicht nötig gewesen, ne? Dankeschön. Vielen Dank. Darf nicht so Hals über Kopf, aber ich bin halt so. Ja, ich muss jetzt mal schauen, dass wir ein bisschen was reißen. Wenn das geht.
Also wenn man überhaupt Amazon nutzt, 50 Euro im Jahr, ist das so ein geiler Service. Hast du mit ein paar Bestellungen quasi schon wieder drin und dann hast du noch Serien, pipapo. Wie lange bin ich Prime-Kunde? 3 Jahre, glaube ich, jetzt. Das war eine super geile Entscheidung damals schon. Okay, jetzt. Bei Flanken laufe ich noch ein bisschen zu weit, glaube ich. Der Wolf vom Name ist schon eindrucksvoller als die Krone. Schon, oder? Ach so. Naja, Reaper, du kriegst ja im Endeffekt beides. Du kannst auch die Krone nicht anzeigen lassen, wenn du willst. Du hast dann nur das Logo. Ist völlig wurscht, ob du mit Prime subs oder nicht. Ich glaube, vor 3 Jahren gab es Amazon Video noch nicht. Ich habe mir damals hauptsächlich Amazon Prime tatsächlich nur geholt, damit ich die Artikel, die ich bestelle, am nächsten Tag habe. Das war der einzige Grund, warum ich 50 Euro im Jahr zahlen wollte. Weil wenn ich was bestelle, dann brauche ich es direkt. Immer. Weil ich bestelle nichts, um darauf tagelang zu warten. Deswegen habe ich mir damals Prime geholt. Dann war das der ganze Videoservice, das ist so, keine Ahnung. Was gucke ich gerade? Amazon Prime Exclusive, ich glaube Vikings. Ansonsten habe ich das so gefühlt nie genutzt, halt jetzt mal so für Filme. Ich habe mir Revenant angeguckt und jetzt Zoomania über Amazon Prime. Aber das nutze ich halt so gut wie gar nicht. Damals war es mir nur wichtig, dass ich meinen Artikel am nächsten Tag habe. Da bin ich halt so. Deswegen. Ich habe das nämlich halt immer bei Kollegen so gesehen, so. Oh, wenn ich was bei Amazon bestelle, dann ist es am nächsten Tag da. Und du wartest halt so in deiner Regel 2-3 Tage. Und ich denke mir so, Alter, das will ich auch. War mir das gut damals. Was bekommst du beim Prime Sub? Das ganz gleiche. Das ist ein Sub, ist ein Sub. Ich glaube, Mr. Robot ist auch noch ein Amazon Exclusive, kann das sein? Den habe ich aber noch nicht gesehen, tatsächlich. Mal Prime Now ausgetestet? Nee. Solange du den nicht änderst, sollte der Prime Sub durchgehend laufen für den Account, für den du ausgewählt hast. Also ich wüsste nichts anderes. Kann ich den Ball hier zum Passen haben? Geil. Jetzt ist der Ball abgefälscht gewesen vom eigenen Mann. Oh Mann. Ja, ich werde Mr. Raw bestimmt irgendwann noch gucken. Ich habe aber halt im Moment so gut wie keine Zeit und so viel zu gucken. Oh, alles ist nacheinander. Aber jetzt muss man zwar konzentrieren, die letzten 15 Minuten, Leute. Leute, lauft. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen anstrengen. Wir brauchen das eine Tor noch. Ah, bleibt der Junge hängen. Ja, Logan, das würde mich auch sehr beruhigen. 0-0 jetzt gegen Huddersfield wäre echt nicht so geil. Oder geschweige denn jetzt noch einer auf die Mütze kriegen. Bitte kein Elfmeter oder so. Kommt, Leute, ran da jetzt. Oh, ich hole mir den Ball einfach selber. Ich hole mir den Ball einfach selber. Oh, und dann verkacken die es. Oh Gott, jetzt lässt er den wirklich auf seinem Kopf abtropfen. Oh, Leute, macht was draus. Wir haben nicht so viel Zeit. Stark. Okay, gut auf außen. Jawohl.